In diesem Rahmen haben wir zum einen dem koordinierte Annual Review in Verteidigungsangelegenheiten werden wir weiterentwickeln. Wir werden den europäischen Verteidigungsfonds werden wir auflegen und beschließen. Wir werden aber auch einzelne Projekte von der Ausbildung über gemeinsame Hauptquartiere bis hin zu Entwicklung und Forschungsprojekten auflegen, sodass, glaube ich, in dem letzten Jahr die Dinge in allen Bereichen, sowohl politisch als auch finanziell, als auch von der Beschaffungs- und Forschungsebene her, einen großen Schritt vorangekommen sind, sodass einige sogar von historischen Entscheidungen sprechen, wie ich meine, zu Recht. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Wir haben immer gesagt, dass PESCO und NATO sich ergänzen. Das Thema heißt, wir wollen transatlantisch bleiben, aber europäischer werden. Das heißt, mit der Stärkung des europäischen Pfeilers in der NATO wird auch die NATO stärker. Aber auch wir als Europäer müssen zukünftig unser Schicksal wieder mehr in die Hand nehmen und deshalb brauchen wir die PESCO. Unter der Bundesministerin der Verteidigung von der Leyen haben wir die sogenannten Trendwenden eingeleitet. Das eine ist die finanzielle Trendwende, das eine ist die personelle Trendwende und das andere ist die Ausrüstungstrendwende. Das heißt, wir haben, nachdem wir nach der Wiedervereinigung etwa 25 Jahre lang aus sogar teilweise guten Gründen gespart haben, mit den Truppenstärken von Jahr zu Jahr runtergegangen sind, haben wir seit 2016 eine Umkehr. Es wird jetzt darauf ankommen, diese nachhaltig, dauerhaft anzulegen, sodass dann auch unsere Partner oder die Rüstungsindustrie darauf vertrauen können. Natürlich dauert es immer eine Zeit, ehe man das Geld umgesetzt hat in Beschaffung, die dann bei der Truppe, und darauf kommt es ja letztlich an, bei den Männern und Frauen in der Bundeswehr ankommen. Das wird ein bisschen dauern, aber die ersten Projekte laufen bereits zu. Und uns ist dabei ganz besonders wichtig, dass wir in den sogenannten Hochwertfähigkeiten möglichst bald eine Verbesserung an die Truppe herantragen.